Bundesliga-Krise bei den Bayern, das muss man so ehrlich sagen. 3 Unentschieden in Folge, jetzt eine Niederlage gegen Augsburg. Nicht gerade ein Schwergewicht in der Bundesliga. Und die Bayern heute blamieren sich. So ehrlich muss man das auch feststellen. Man kann ja nicht hier irgendwie gefühlt in der Champions League gegen Inter, gegen Barca gewinnen, dann bei Augsburg verlieren. Das ist eigentlich sehr unüblich. Die Bayern natürlich feldüberlegen, natürlich mehr Ballbesitz deutlich, natürlich mehr Schüsse aufs Tor, aber Augsburg war keinesfalls schlecht. Aus dem wenigen Ballbesitz haben sie Chancen kreiert, waren offensiv auch immer zu sehen. Gehen dann durch Berisha 1-0 in Führung und danach die Bayern. Ich weiß nicht, da mittlerweile muss man ja schon sagen, könnte man die Theorie aufstellen, dass man Lewandowski dann doch vermisst, der in solchen Spielen in der Vergangenheit immer mal wieder dann doch bei einer Ecke ein Tor gemacht hat, irgendwie den Fuß reingehalten hat in eine Flanke und eben dieser klassische Mittelstürmer ist. Den hast du nicht mehr. Den kannst du auch nicht von der Bank bringen. Man hat es dann versucht mit Choupo-Moting, der für Sadio Mané kam, aber Choupo-Moting ist ja nicht ein klassischer Neuner, wie es ein Lewandowski ist. Das ist ein ganz anderer Spieler mit der Ausstrahlung als Choupo-Moting. Der ist auch nicht schlecht, will ich auch gar nicht sagen, aber eben mit Lewandowski ist so eine Maschine da vorne drin. Die haben die Bayern nicht ersetzt bekommen. Am Anfang sah es aus, als könnten sie das. Mit diesem überkrassen Sieg gegen Eintracht Frankfurt, dann 7-0 gegen Bochum. Da dachte man, ja, wer soll denn da überhaupt die Tore schießen? Die suchen sich aus, wer die Tore schießt bei den Bayern. Ja, aber jetzt ist es anders. Jetzt sieht man, okay, gegen Gegner, die sich besser vorbereiten, die noch tiefer stehen, die noch mehr diesen Kampfgeist mitbringen. Ja, fehlt dann eben mal so dieser typische Dosenöffner. Und da muss man ehrlich sagen, müssen die Bayern sich was überlegen. Da müssen sie sich was überlegen, Nagelsmann, wie er aus dieser Bundesliga-Krise rauskommen soll. Denn Dortmund ist jetzt wieder vor ihnen, viele andere Vereine sind auch vor ihnen. Ja, also es sind insgesamt aktuell, wenn ich auf die Tabelle gucke, 3 Mannschaften, die davor sind. Und Hoffenheim zum Beispiel kann auch noch vorbeiziehen, später. Und Köln zum Beispiel könnte theoretisch auch zumindest punktgleich werden. Also Bayern gerade mit einem der schlechtesten Saisonstarts ever. Also okay, nicht ever vielleicht nicht, aber so in der letzten 10 Jahre. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig.